gewöhnlich. Oh, haben sie auch schön animiert jetzt. Klasse. Gefällt mir. Selten. Schon wieder. Also wenn jetzt mehr Murlocs kommen, dann kann man ja wirklich überlegen, ob man dann ein Murloc-Deck baut, ne? Naja. Finde ich jetzt nicht unbedingt so besonders. Hab die vorher zwar auch nicht wirklich gehabt, die Karte. Aber Combo Last, dafür gibt's billigere Karten, würde ich mal sagen. Naja, gut. Ist halt so. Selten. Selten. Ja, auch so wird nichts Besonderes. Ne? Aber gut, eine legendäre war schon dabei. Ganz froh. Selten. Golden und selten. Boah, schönes Ding. Naja, gut. Hm. Über die Animation kann man sich jetzt streiten. Das ist ja einfach quasi so eine Art Wasserfilter drüber gebaut, ne? Sieht aber trotzdem nicht schlecht aus. Als würde sich das Fell bewegen. Weil hinten bewegt sich's. Das finde ich schön. Ja. Golden und selten. Yeah, klasse. Auch super animiert. Weil ich hatte die zwar auch in golden, aber das war nicht animiert gewesen. Das sah halt total trist aus und jetzt, das sieht sehr schön aus. So muss ein Sternregen aussehen. Na gut, ja, vielleicht ein Stern mehr. Ach, der glänzt sogar, guck an. Cool. Also glänzt in Anführungsstrichen. Ach, sogar gleich drei. Ja, hier haben wir es gleich nochmal nicht animiert. Ja. Es ist auch Hexenmeister, ja. Selten. Selten. Hm. Ich habe jetzt gedacht, das bringt was, wenn ich es vielleicht langsamer mache. Dann eine legendäre Karte kommt. Ah, haben wir gleich noch mal. Sehr schön. Ach, sehr schön. Da kann man ein schönes Counterdeck dann bauen. Alter, der ist ja jetzt auch schon zum fünften Mal hier, oder? Meine Fresse, ey. Episch. Vernichtet alle Diener. Und wenn wir sagen alle, dann meinen wir alle. Muhahaha. Der ist doch schon wieder hier. Selten. Ja, nichts mehr Besonderes scheinbar. Selten. Die Eule finde ich auch klasse. Kostet nicht viel. Auch fürs Endgame denke ich mal ganz gut. Selten. Legendär. Milhouse Mana Storm. Was ist denn das für ein Crap?
Angenommen, der hat die ganze Karte ist voll mit Zaubern. Naja, dann ist es doch eher. Jetzt ist meine Freude wieder in Grenzen. Ich bin an Grenzen gestoßen. Naja. Natürlich unschön, so eine legendäre Karte dann zu bekommen. Bringt einem ja eigentlich nichts, ne? Selten. Trommelwirbel. Ach, schon wieder ein Mana-Würm. Yeah. Den haben wir jetzt auch schon zweimal, also wird das schon mal vollständig. Selten, selten. Oh, auch schön gemacht. Schön gemacht. Das ist auch eine schöne Karte an und für sich. Insofern man auch genug Rüstung angelegt hat. Selten, selten. Wow, legendär. Erstmal lesen, bevor ich mich wieder freue hier. Sehr schönes Ding. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Das ist schön, dieser Sylvana jetzt mein eigen zu nennen. Vor allem, weil ich sie dann in das Deck von Sylvana einbauen werde. Hohoho. Das gefällt mir. Habe ich schon gesagt, dass mir das gefällt? Das gefällt mir. Nächste Monat. Ich glaube, diesmal kommen eher mehr Murlocs als Piraten. Du kommst mir zumindest vor. Selten, selten. Selten und selten. Okay. Und die Diener hatten... Ach nee, 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 stopp, das war eine andere Karte. Okay. Ja, okay. Da hat man, glaube ich, auch Diener... Ach genau, da hat man selber einen Zauber gespielt und dann hat man eine 1-1, einen 1-1 Diener dazu bekommen. Das haben die auch erhöht auf 1-3, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob das... Ich würde meinen, es müsste die Karte 1 gewesen sein. Selten! Eine seltene muss es ja sein. Ach, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das kenne ich jetzt zum Beispiel vom Schaman überhaupt gar nicht. Nicht schlecht. So, machen wir mit Trommelwirbel. Vielleicht haben wir ja zwei legendäre dabei. Aha, also hier scheint schon mal eine seltene Karte dahinter zu sein. Ja, ansonsten nichts. Selten. So kann man das natürlich auch erkennen. Den hatten wir ja schon mal, ein bisschen Staub. Okay. Selten. Ja, ein seltener Karte. Aha, den Kollegen. Ah, es ist halt auch ein bisschen bescheiden, dass man von jeder Karte immer nur eine. Oh, schaut, wie es leuchtet. Schaut, wie es leuchtet. Selten. Ich sehe jetzt auch schon zum vierten Mal hier. Ah, super. Und der nächste Pirat.
Perfekt. Kann ich vielleicht sogar beide Decks bauen? Okay, war selten. Yeah! Ah ne, den hatten wir auch schon. Ach, ist egal. Selten! Den finde ich auch gut. Also Magier-Deck, sehr schön. Also zwei Söldner. Selten! Selten! Ja, hatten wir alle schon mal. Der Lepra-Gnom. Ich finde, der Name ist es also. Der Lepra-Gnom. Dass sie den Namen dafür überhaupt verwenden dürfen, aber gut. Okay, nichts. Selten. Selten. Wieder. Also jetzt kommen sie ständig. Selten. Keine Animation. Aber die haben jetzt hier das Leben angehoben. Finde ich auch in Ordnung so. Die hatte vorher glaube ich 2-1 oder 3-1, ich weiß gar nicht, oder 3-2. Oder das 1-1, 1-2, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war die Karte dann doch schon ein bisschen blödsinnig, vor allem wenn man dann gegen eine 1er, also gegen eine 1er Attack gegangen ist, die aber 25 Leben hat, jetzt mal zum Beispiel, dann ist sie ja definitiv auch gestorben, hat nichts gebracht. Alter, was haben die denn mit der Karte jetzt hier? Selten. Ich wollte zwar Piraten haben, aber das ist doch nicht ständig denselben. Ja, finde ich auch schön. Selten. Ja, der kommt ja auch ständig hier. Bin so schon zum dritten Mal. Nicht sehr viel Abwechslung. Aber gut, ist das ja auch mit den richtigen Boostern, ne? Selten. Wenn man die sich holt, dann kann man ja auch das Pech haben. Unser Lepra-Gnom. Ja, der kommt stückchenweise an. Selten. Wollen wir einen Trommelwirbel machen? Trommelwirbel. Naja, also so episch finde ich es jetzt nicht. Mit maximal 2 Angriff. Naja, gibt wesentlich bessere Karten. Selten. Golden und gewöhnlich. Sieht natürlich cool aus. Und gewöhnlich. Selten. Die kommt doch. Also, ich will doch mal andere Karten haben. Ja. Gebt mir legendäre Karten. Gebt sie mir wieder, meine Puppen. Selten. Also das hatten wir auch schon. Selten. Die hatten wir so. Jetzt kommt ein anderer Pirat, den wir. Naja. Als rege ich mich auf, ist halt so. Ich rege mich ja nicht auf.